Teil von der Klosteranlage in Beuron. Da oben sieht man die Klosterkirche. Die hat jetzt noch sicher geschlossen. Ich bin auf einer früheren Wanderung mal drin gewesen. Und wenn es euch interessiert, wie es drin aussieht, könnt ihr das ja dort anschauen. Ganz interessante Ferienhäuschen. Und hier vorne die alte Brücke. Da sieht man noch eine Aufnahme vom Kloster im 16. Jahrhundert. Das ist eine sehr, sehr alte Brücke, die hier über die Donau führt. Ah, da vorne wäre noch die Geschichte von der Holzbrücke, sehe ich gerade. So, jetzt geht es weiter. Schauen wir da mal raus. Ja, da kennt man ganz wenig von der Donau. Gehen wir hier weiter. So, ich habe schon einen heftigen Aufstieg zuerst. Es ist ja schöner zuerst als am Schluss. Ein schöner Weg da hoch. Und es schneit natürlich. Das geht da. Schön steil berghoch. Ich glaube, da gebe ich jetzt nicht so Gas. Dann lieber weiter oben, dass dann wieder flach ist. Übrigens, heute habe ich noch ein Schloss. Leider nicht öffentlich, wenn ich vorbeikomme. Und ein oder mehrere Ruinen. Da bin ich also gespannt drauf. Von da unten bin ich jetzt gerade gekommen. Übrigens sieht man da, geht der Jakobsweg auch durch. Da noch ein Wegweiser. Und hier mache ich jetzt dann einen großen Bogen. Jetzt gehe ich da durch diesen schönen Weg und durch den Schnee. Da ist ganz ein flacher Weg. Aussicht habe ich quasi keine. Alles voll Gestrüpp da unten. Aber es gibt dann noch ein paar markante Aussichtspunkte. Ich bin heute der Erste und wahrscheinlich auch der Letzte, der hier durchgeht. Keine Spuren
trotz dem schlechten Wetter. Es gefällt mir sehr gut. Da habe ich jetzt einen ganz steilen Abstieg. Muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Was ist da hier runter? Jetzt habe ich ein Dorf erreicht, oder das Rand vom Dorf. Da beim Plateau oben, oberhalb der Donau. Und der erste Abstieg hätte ich jetzt ja auch geschafft. Bin froh. Ein bisschen heikel. Boah. Ich dachte, dass ich das überqueren muss, aber es geht da ganz gerade hoch. So, Hindernis habe ich auch überwunden. Oh, das ist ein Durcheinander. Das ist der Aussichtspunkt Raucher Stein. Sieht man schön ins Donautal runter. Noch genau aufwärts. Das ist wirklich ein grandioser Punkt hier. Wow, schön. Wäre natürlich noch schöner, wenn es schönes Wetter wäre. Aber jetzt. Es ist ziemlich am Schneien. Aber jetzt bin gut angezogen. Nur noch diese Fläche da oben, Blick, und da, hier ist Wald. Da ist auch der Abhang runter zur Donau. Eine schöne Fläche da oben. Da hier ist der Felsengarten Irndorf. Da hätte es ganz schöne Blumen. Aber jetzt hat es Schnee und keine Blumen. Da ein Blick ins Tal runter. Donau. Jetzt stehe ich da auf dem Eichfelsen. Übrigens, dieser Teil hier gehört zum Jura. Blick auf die andere Seite runter. Da oben hat es noch zwei Stühle zum Ausruhen. Da nochmal einen Blick auf die Donau runter. Da muss noch mal so ein Punkt sein. Da auch noch nach draußen runterschauen. Aufpassen, es könnte unterhalb vom Schnee glatt sein. Ja, ist doch auch ein schöner Punkt da.
Jetzt habe ich wieder einen Abstieg und dann weiter vorne geht es dann wieder hoch. Jetzt habe ich dann fast den Abstieg geschafft, dann geht es wieder hoch. So, ziemlich dicker Wald. Hier ganz ein schöner Weg. Es geht wieder sehr, sehr steil hoch. Aber das ist ja der letzte ganz steile, lange Anstieg für heute. Und da bin ich jetzt gerade hergekommen. Aber schön. Da gefällt es mir. Trotzdem steilen Aufstieg. Und dann komme ich jetzt. Bin ich jetzt hochgestiegen. Und jetzt bin ich da diese Trampelpfad hochgekommen. Und da vorne geht's weiter hoch. Das da vorne ist die Anlage vom Schloss Werrenmatt. Leider privat, kann nicht besichtigt werden. Auf dem Wanderweg wurde jetzt umgeleitet, dass man ja nicht in die Nähe kommt vom Schloss. Schade. Und da ist noch die Umgebung. Hier ist alles flach. Übrigens, das Schloss ist ganz schön von unten zu sehen. Voll auf einem Felsen gebaut. Schloss. Da oben ist alles eben und natürlich ein gerader Weg. Habe ich da wieder einen schönen Weg. Bin wieder der Erste, der hier durchgeht. Und so das Gefühl, es hat sonst heute wirklich fast niemanden, der unterwegs ist. Da bin ich jetzt schon wieder am Rande von der Donau. Ist da im Tal unten. Jetzt sieht man Schloss Werrenmatt. So, noch in das Donautal runter. Wie riecht das noch? Näher anzuholen. Das ist das Schloss. Leider privat. Schade, dass man das nicht besichtigen kann. Wow, da ist alles durcheinander. Und da hier habe ich ganz einen romantischen Wanderweg. Und nochmal. Ein Blick in das Durcheinander rein.
diese Ortschaft da unten, das ist Tausendental. Und schaut jetzt mal da vorne, da ist eine Burg. Schaut sie noch näher. Da ganz draußen. Da vorne kommt auch schon wieder eine Burg. Wie das aussieht, ist einfach noch der Bergfried. Sonst ist da nichts mehr. Da noch mal runter. Auf das Haus im Tal. Ich habe wieder eine Waldautobahn. Schöner Wald. Da wurde wieder ein Baum in die Quere gelegt. Zum Glück ist er so hoch oben, dass hier man ganz gut unten durchkommt. Ich habe wieder eine Höhe erreicht und da hier vorne geht es jetzt dann schon wieder runter. Sobald ich aus dem Wald rauskomme, ist es sehr kalt. Bin ich da in einem Weiler. Da hier runter bin ich gekommen. Und jetzt habe ich hier abgebogen und bin da runter schon ein Stück. Da habe ich gemerkt, dass das falsch ist. Ich muss diesen Weg hier gehen. Wieder einen ganz schönen Weg. Verliere ich auch immer wieder ein bisschen an Höhe. Jetzt sieht es hier gut. Wieder einen ganz schönen Ausblick. Und da hier oben ist noch eine Hütte. Aber jetzt glaube ich besser, wenn ich weitergehe. Sonst, wenn ich noch den Bus verpasse, das wäre dann blöd. Ist schön da oben. Schöne Hütte. Schaut euch mal das hier an. Ist das nicht schön? Da hier unten ist die Donau. Ist das schön. Da oben, hä?
oben. Sehr felsig. Jetzt müssen wir dann mit dem Abstieg beginnen. Da ist auch der Boden sehr steinig. Oh, das geht da runter, wahnsinnig. Jetzt ist noch eine Treppe fast hoch. Ah, ist das ein verrücktes Tal. Da oben hatte ich einen ganz heftigen Abstieg. Jetzt bin ich ziemlich schon runter gestiegen. Jetzt sind wir weiter runter, aber es ist nicht mehr so schlimm wie oben. Übrigens nähere ich mich auch schon dem Ziel. So, jetzt habe ich dann noch den letzten Aufstieg von mir. Und nachher geht's dann schon Richtung Ziel. Schöner Wald hier, hä? Da komme ich jetzt gerade her. Von da hinten komme ich jetzt. Und mein Ziel ist da hier vorne unten. Nicht mehr so weit. Ich hab's jetzt schon bald.